wie Kirche. Das kirchliche Magazin für den Kreis Recklinghausen mit Oliver Kelch. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause. 2 Monate Ausruhen sind genug. Hier ist KW Kirche, Staffel 4. I heard you talking till the morning. Heavy whispers from the next room. You say it's never your intention and I'm just in a bad mood. There was a possible wie Kirche. Wir sind ausgezeichnet.
Die Pet Shop Boys, It's All Right. Ja, die Band gibt es jetzt seit 40 Jahren. Uns gibt's seit 3 Jahren. Kirche zu Hause und unterwegs. So, die Sommerferien sind vorbei und für etwa 22.000 Schülerinnen und Schüler heißt es nun auf in die 1. oder 5. Klasse. Natürlich die anderen auch, aber dann sind wir bei deutlich mehr als 1 Million. Also, 22.000 Schülerinnen und Schüler im Bistum Münster sind in der 1. oder 5. Klasse und die haben Post, und zwar von Bischof Dr. Felix Genn. In der Post steht: Ich wünsche dir Glück, Erfolg und Gottes Segen auf deinem Weg durch die Schule und habe Mut, wenn es mal anstrengend wird. Das schreibt Bischof Genn. Zu lesen ist dieser Wunsch auf einem knallroten Türschild, dass die Kinder und Jugendlichen dann an die Klinke ihrer Zimmertür hängen können. Rot wahrscheinlich auch, dass man einfach mal als Eltern draußen bleiben soll. Eva Seewald von der Gruppe Schulpastoral im Bistum Münster erklärt genau, was es damit auf sich hat. Wir möchten mit der Bischofspost ein kleines Zeichen an die SchülerInnen verschicken. Und zwar ein kleines Zeichen, was sagen soll so: Hey, wir denken an dich und du schaffst es schon. Hab Mut, nur Mut. Nur Mut dazu, dich auch zu freuen auf das, was kommt. Und du wirst die Herausforderung schon wuppen. Es werden bestimmt viele tolle Sachen passieren. Und denk einfach an das, was jetzt bevorsteht. Und geh drauf zu und ja, freu dich einfach. Ja, und auch wir von KW Kirche wünschen natürlich einen guten Schulstart. Und auch einen guten Start ins Berufsleben. Der KW Kirche Podcast. Wöchentlich neu. Immer anders. Der KW Kirche Podcast. Jetzt abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt. Heute ist schön, heute ist geborgen. Morgen vielleicht schon nicht mehr. Aber das ist mir egal. Heute knallen Korken und ich schau in meine Lieblingsgesichter. Wer jeder Tag wie der, ey, das wär bestes Leben. Und alles wär so entspannt, ey, Mann, es wär bestes Leben. Jeder weiß, Leben ist schnell wie der Wind. Ein Glas auf alle, die schon gegangen sind. Und es
deshalb muss ich's euch sagen. Ich liebe euch alle. Komm, wir bleiben, komm, wir feiern, komm, wir fallen raus. Tagesaktuelle christliche Nachrichten, das tägliche Evangelium oder möchten sich über unsere kommenden Themen informieren? Dann schauen Sie auf unserer Webseite vorbei, www.kwkirche.de. Übrigens, Sie finden uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram.
Es sind Bilder, die gehen einem nicht mehr aus dem Kopf, so wie bei 9/11. Nach der Einnahme der afghanischen Hauptstadt Kabul durch die Taliban versuchen Menschen am Flughafen verzweifelt dem Regime des Islamismus irgendwie zu entkommen, indem sie sich an Gangways und startende Flugzeuge klammern. Lehrer verabschieden die Mädchen ihrer Klasse. Diese werden künftig unter dem Gesetz der Scharia wohl nicht mehr zur Schule gehen dürfen. Der Bevölkerung Afghanistans und Kabuls steht die Angst um ihr Leben und das ihrer Familie und Freunde im wahrsten Sinne des Wortes im Gesicht geschrieben. Auch der Münsteraner Weihbischof Dr. Stefan Zekorn, er ist Beauftragter für weltkirchliche Themen im Bistum Münster, bewegen die Geschehnisse. Ich mache mir Sorgen um den Frieden und die Stabilität in der Region und möglicherweise weit darüber hinaus. Es muss aufgeklärt werden, wie es zu dem kommen konnte, was in Afghanistan derzeit passiert. Wir sind es den Menschen, die nun unter Unterdrückung leiden und sogar den Tod fürchten müssen, schuldig. Wir tragen ja Mitverantwortung, denn es ist auch unsere Politik, die dort offenbar Dinge dramatisch falsch eingeschätzt hat. Das Kind ist ja nun bekanntermaßen in den Brunnen gefallen. Die Frage ist, wie kann man diese Situation zumindest noch halbwegs retten? Weihbischof Zekorn sieht da die Politik weltweit in der Pflicht. Menschen fliehen aus Afghanistan, weil sie dort ihres Lebens nicht sicher sind. Deshalb müssen die Nachbarstaaten jetzt schnell so unterstützt werden, dass Flüchtenden bestmöglich geholfen werden kann. Und es ist wichtig, dass die EU-Länder sich abstimmen, was die Flüchtlingsfrage angeht. Wir in Deutschland müssen bereit sein, Flüchtlinge aufzunehmen, die ein Recht auf Asyl haben, zum Beispiel, weil sie in Lebensgefahr sind. Zekorn macht auch deutlich, dass es nun gelte der Verantwortung für die vielen Ortskräfte der Bundeswehr, aber auch der internationalen Hilfsorganisationen nachzukommen, und zwar kirchlich und nicht kirchlich. Und das Bestmögliche zu tun, diese und andere Menschen, die sich in Bildung, Politik und Kultur für die gesellschaftliche Erneuerung des Landes eingesetzt haben, vor der Bedrohung durch die Taliban zu schützen. Und da sieht er auch die Kirchen in der Verantwortung. Unsere Gesellschaft und die Kirche sind für die Aufnahme Geflüchteter gut gerüstet. Wir haben gute karitative Strukturen und fachliche Kompetenzen. Und wir haben in den Gemeinden viele Menschen, die bereit sind zu helfen. Nun gelte es, Verantwortung zu übernehmen. Weihbischof Dr. Stefan Zekorn vom Bistum Münster beschäftigt sich intensiv mit der Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan. KW Kirche. Einfach himmlisch. What a wonderful world.
glassy skies of blue, and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. You find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you did to me. Oh, why can't I? Tagesaktuelle christliche Nachrichten, das tägliche Evangelium oder möchten sich über unsere kommenden Themen informieren? Dann schauen Sie auf unserer Webseite vorbei, www.kwkirche.de. Übrigens, Sie finden uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram. I saw the fire in your eyes. Gehen wir ins Kino. KW Kirche präsentiert Kirche und Kino im Cineworld Recklinghausen.
Seit 19 Jahren bringt der Arbeitskreis Kirche und Kino in Recklinghausen monatlich diskussionswürdige Filme auf die Leinwand und anschließend ins Gespräch. Seit 2020 sieht die Realität ein wenig anders aus. Statt Leinwand hieß es Laptop, statt Filmgespräch Zoom-Konferenz. Nun soll es aber wieder losgehen mit Filmen, die die Menschen bewegen. Das ist der Grund, wieso Kirche sich für gutes Kino engagiert, sagt Joachim van Eickels vom Bistum Münster. Filme gestalten schon immer die Themen aus, die Menschen ansprechen. Es geht um die Lebensfragen, Sehnsüchte, Ideen. In Nomadland geht es genau um diese drei Themen. Der mit mehreren Oscars ausgezeichnete Film läuft am 1. September zum Start der Reihe Kirche und Kino im Cineworld in Recklinghausen. So Harald Walter vom Evangelischen Kirchenkreis. Und er stellt auch noch mehr Filme vor. Nomadland, vielfach ausgezeichnet, Oscar-Preisträger. Deutlich schwerer, niemals selten, manchmal immer. Problematik der Abtreibung, ungewollter Schwangerschaften. Und dann etwas leichter im Dezember, Rosas Hochzeit. Ja, eine Frau will ein Statement setzen, will endlich das private Glück für sich und nicht nur für andere da sein und gibt sich selbst das Ja-Wort zum Entsetzen der Familie. Ausnahmslos alle sind glücklich darüber, endlich wieder die Filme auf der großen Leinwand zu sehen. Gute Filme gehören auf eine große Leinwand, in die Atmosphäre des Kinos. Obwohl uns eben viele Zuschauer, die lange Zeit dabei sind, treu geblieben sind, auch online mit Filmeinführungen von Michael Kleinschmidt. Wir waren immerhin da. Ende September soll es dann Filmdiskussionen unter Federführung von Michael Kleinschmidt und Horst Walter geben. Die künstlerischen Leiter des Festivals haben zusammen mit dem Arbeitskreis mehr als 50 Filme gesichtet und werden auch in diesem Jahr bis zu 16 Filme im Rahmen des 12. Kirchlichen Filmfestivals zeigen. Dieses beginnt am 29. September und dauert bis zum 3. Oktober. Aber nicht mehr, nur ausschließlich im Cineworld. Wir sind an den Tagen Freitag, Samstag, Sonntag hier im Cineworld und am Mittwoch und am Donnerstag gehen wir raus in den Kreis, in die Stadt Mahl. Dort haben wir von der evangelischen Stadtgemeinde die Pauluskirche zur Verfügung gestellt bekommen. Wir werden in der Recklinghäuser Kunsthalle kunstspezifische Filme zeigen, zwei dieses Mal. Wir sind in der Petruskirche in Recklinghausen mit einem Stummfilm, der an der Orgel vertont wird. Und wir haben in der Stadtbibliothek einen besonderen Platz bekommen, wo wir auch einen Film in einem kleinen Raum, in einem kleinen Saal vorführen können. Immer mehr Filmverleiher bieten Filme zeitgleich in Kino und auf Streaming-Plattformen an. Eine Option, die das kirchliche Filmfestival aber nicht ziehen wird. Online ist fürs Festival nicht angedacht. Wir sind der Meinung, dass das kirchliche Filmfestival ins Kino gehört. Auf die große Leinwand mit dem entsprechenden Soundsystem, die Atmosphäre des Kinos gehört mit dazu. Also dann, Leinwand auf für das kirchliche Filmfestival, Ausgabe 12. Thank you.
harder than rain. Scared I would take my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. Find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love. Dua Lipa bei KW Kirche am Montagabend. Ich bin Oliver Kelch. Ich möchte nicht vergessen, noch zu erwähnen, dass im Pressegespräch Joachim von Eickels im Rahmen der Vorstellung des kirchlichen Filmfestivals auch an all die ein Wort gerichtet hat, die eventuell mit der Überlegung sich rumplagen, aus der Kirche auszutreten. Denn 80% des kirchlichen Filmfestivals und der Reihe Kirche und Kino werden komplett aus Kirchensteuergeldern finanziert, denn das Ganze kostet ja auch Geld. Das Kino muss angemietet werden, es sind immer Filmschaffende vor Ort, die brauchen Kostlogie, die Anreise, Hotel, all das muss bezahlt werden, all das kostet Geld und das können Sponsoren alleine nicht auffangen. Und schließlich sei das kirchliche Filmfestival und auch die Reihe Kirche und Kino eine herausragende und hervorragende Erwachsenenbildung. Also, bevor Sie sich eventuell überlegen, aus der Kirche auszutreten, beim nächsten Kinobesuch denken Sie darüber doch nochmal nach. Yeah.
Der KW Kirche Podcast. Wöchentlich neu. Immer anders. Wir pilgern. Genauer gesagt Radpilgern. Kommen Sie mit. Ab August stellen wir Ihnen 3 Pilgertouren durch den Kreis Recklinghausen vor. Kirchen, Wegkreuze, Kapellen. Es geht immer los in Recklinghausen und dann in alle 4 Himmelsrichtungen. Wir besuchen die Schlosskapelle in Herten, die Kapelle der Heiligen Barbara in der Hart und kommen an Wegkreuzen in Datteln, Castrop-Rauxel und Oer-Erkenschwick vorbei. Es geht nach Mahl zur Kapelle unter den 4 Linden und nach Dorsten zum Bildstock des Hubertus. Jede Route ist gut 50 Kilometer lang. In unserem Podcast stellen wir alle ab August vor, im Netz zusätzlich bebildert. Die GPX-Daten der Strecken gibt's zum Nachpilgern als Download auf kwkirche.de. Die KW Kirche Radpilgertour durch den Kreis Recklinghausen. Pilgern Sie mit, real oder virtuell. Wir freuen uns auf Sie. Ja, und gleich berichten wir schon mal ein bisschen über die Pilgertour Richtung Haltern am See. Only 24 hours in a day, 24 hours can escape. In my head, living there, it could be a real dark place. I got this gray cloud over my head, breaking down here in my bed. And I'm running round, round, and round, just to go nowhere. Deep under the surface, I'm smiling, but I'm hurting. Bring this all back to my face. Who's gonna break these bones? I'll be beautiful. Who's gonna love me now? Oh, when the lights go out. Who's gonna pick me up? I feel like I'm not enough. Who's gonna love me now? Oh, when the lights go out. Money to everybody all the time. Only got too much energy, energy left in me. And I'm running round, 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 just to go nowhere. Deep under the surface, I'm smiling but I'm hurting. No one else can bring this all back to my face. Einfach mal machen. Das haben wir vom KW-Kirche-Team uns überlegt und haben uns gedacht, wie wär's denn mal mit einer Runde Pilgern? Dann ist uns aber aufgefallen, es gibt eigentlich kaum Pilgerrouten im Kreis Recklinghausen. Wenn man aber dann sich mal die Ortschaften anschaut, sieht man, hey, hier gibt es ja jede Menge Kirchen, Kapellen, Wegkreuze. Ja, und diese Idee, die wurde dann umgesetzt. Und zwar haben wir 3 KW-Kirche-Pilgerrouten ins Leben gerufen. Mehrere Kirchengemeinden im Kreis Recklinghausen werden angesteuert. Und dort findet man dann natürlich auch den einen oder anderen Impuls. So gibt es in unserem Pilgerausweis, den Sie in vielen Kirchen
und in Fahrbüros hier im Kreis Recklinghausen erhalten, natürlich kostenlos, 3 Routen. Eine Route führt von Recklinghausen ausgehend über die Städte Mahl, Dorsten und Herten. Die zweite Route führt uns von Recklinghausen wieder ausgehend Richtung Oerkenschwick, dann über Haltern am See, über Dorsten, Mahl wieder zurück nach Recklinghausen. Und die dritte Route geht von Recklinghausen Richtung Castrop-Rauxel, nach Oerkenschwick, Henrichenburg und wieder zurück. Jede Route ist roundabout 50 Kilometer lang. Und auf der Route 2 zum Beispiel, da geht es auch durch die schöne Hart. Wir starten in Recklinghausen an der Kirche St. Peter in der Innenstadt und dann geht es über Oerkenschwick Richtung Hart, zum Beispiel zur heiligen Barbara in der Hart und auch zu einem heiligen Baum, den man dort findet. In Flasheim findet man dann den Stift und in Hullern gibt es ebenfalls 4 Kapellen, die es sich lohnt anzuschauen. Weiter geht's nach Haltern am See. Natürlich darf die Kirche vom heiligen Sixtus in der Innenstadt nicht fehlen und natürlich kommen wir auch am Annaberg und der Tannenbergkapelle vorbei. Die Annabergkapelle kennt ja so gut wie jeder, weil der Annaberg ja eigentlich auch schon der Wallfahrtsort hier bei uns in der Gegend ist, aber die Tannenbergkapelle, die ist nicht jedem ein Begriff. So, anschließend wieder weiter aufs Rad Richtung Mahl-Sickingmühle, über Mahl-Lohmühle, dann retour nach Recklinghausen. Diese Pilgerrouten kann man sich natürlich nicht alle merken. Deswegen empfehlen wir Ihnen, besorgen Sie sich unseren Pilgerausweis oder gehen Sie auf kwkirche.de. Dort können Sie sich den Ausweis auch herunterladen. Außerdem finden Sie dort die Routen in Bild und Text und eine Komoot-Datei, die sogenannte GPX-Datei. Die können Sie sich herunterladen und dann zum Beispiel in Ihr Komoot-Programm, in Ihr Navigationssystem für Ihr Fahrrad einlesen. Und ab kommender Woche gibt es auch noch einen Podcast. Ab Ende August stellen wir Ihnen dann die 3 Routen ausführlich auch in unserem Podcast vor und dann auch natürlich bebildert. Also machen Sie mit bei der kwkirche Radpilgertour durch den Kreis Recklinghausen. Das Wetter wird ja auch mal wieder besser. Das war kwkirche für heute. In 3 Wochen sind wir wieder da. Und zwar am 13. September. Bis dahin haben Sie eine gute Zeit. Tschüss. Of a brand new start, but Wednesday's bringing back the memories. Your love, I never let it go. Oh, oh, oh. Thursday, my mind is spinning round and round. On Friday, my heart is beating loud, so loud these days. They always take your miles away, but now we leave it all behind. Oh, from High Milk to LA, Amsterdam to Saint Tropez. Maybe we can run away.